Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal eine etwas andere Frise. Ich habe ja nie offene Haare. Ich habe die gerade gewaschen. So. Und habe die hinten hier zusammengebunden, weil so komplett offen kann ich es dann irgendwie doch nicht haben. Wenn ich die komplett offen habe, komme ich mir mal so ein bisschen wie Hagrid vor. Deswegen binden wir die mal schnell wieder zusammen. Und ich habe gedacht, ich muss mich diese Woche mal für ein paar Laufevents anmelden, weil sonst alle Events irgendwann ausverkauft sind. Ich habe es mit Kopenhagen erlebt. Das ist 8 Monate vorher ausverkauft gewesen. Amsterdam ist auch schon weg. Also falls ich nicht mit Mizuno nach Amsterdam fahren sollte dieses Jahr, habe ich auch da keine Chance. Und deswegen dachte ich, ich melde mich für den Heller Halbmarathon an. Für den Hannover 10-Kilometer-Lauf. Den werde ich mit meiner Mama zusammen machen. Irgendwas wollte ich mich noch anmelden. Mal eben in meine schlaue Liste. Dann haben wir noch Sachsen Trail am 23. Juni. Da könnte ich mich für 19 Kilometer anmelden. Das wäre so mein erster offizieller Traillauf. Hätte ich auch richtig Lust zu. Dann habe ich überlegt, Köln Halbmarathon. Der ist ja am 6. Und das wäre wieder eine Woche nach Berlin. Aber ich würde dann nicht nochmal den Marathon laufen wie letztes Jahr, sondern den Halbmarathon. Und Valencia Halbmarathon am 27. Oktober würde ich auch noch gerne machen. Das würde ich mir tatsächlich nochmal spontan überlegen. Beziehungsweise, gut, man muss sich ja schon langsam Gedanken machen, weil der Valencia Halbmarathon ist auch sehr, sehr beliebt. Und gerade so im Herbst ist eine super Zeit zum Laufen und dann in Spanien. Dann gibt es ja noch den Wings for Life Run. Da möchte ich auch unbedingt mitmachen. Das ist für mich eigentlich keine Frage. Also da kann man sich einfach in der App anmelden. Und da würde ich das tatsächlich so machen, wenn wir nicht in München sein sollten, dass ich dann den S25-Lauf in Berlin mitmachen würde. Aber da warte ich noch auf ein Feedback, bevor ich mich dafür einen anderen Lauf anmelde. In 2 Wochen werde ich ein Video machen zu dem Secret-Marathon. Dann werde ich das mal auflösen und muss mir überlegen, wie ich das Ganze mache, ein bisschen planen. Weil ich will ja nicht einfach so ein 1-Minute-Video machen, sondern ich will so ein bisschen was darüber erzählen und warum ich mir diese Challenge gesetzt habe und einfach so ein bisschen was zum Marathon selber auch erzählen. Ich finde das Projekt einfach an sich sehr spannend. Und dann schreibe ich heute noch das Skript für morgen. Ich habe schon eine Videoidee für das Mittwochsvideo und finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Video, ähnlich wie das von letzter Woche. Und mein Friseur sagt mir übrigens auch immer, dass meine Spitzen zu trocken sind. Ich habe meine Haare heute in 2 Hälften geteilt und dann habe ich sie unten mit so einem Zopfgummi zusammengebunden, kurz vor dem Ende, und habe sie dann ganz gerade gebürstet. Und dann habe ich quasi meine trockenen Spitzen hier, die angeblich trocken sind, dann einfach mit so einer Stoffschere, weil die richtig schön scharf ist, einfach so ein bisschen was abgeschnitten. Ich glaube, so viel oder so. Aber dafür muss ich ja nicht zum Friseur gehen. Einfach so ein bisschen abschneiden. Klar, wenn man jetzt oft offene Haare trägt und das alles super, super gerade sein soll, mache ich nicht. Und ich trage sie auch dann immer als Locke. Und da sieht man das ja sowieso nicht. Also deswegen 60 Euro für so ein bisschen Spitzen schneiden, das mache ich nicht. Ich verstehe, dass man dafür mehr als 10 Euro nehmen muss. Aber trotzdem reicht es mir, wenn ich die Spitzen abschneide. Und jetzt sind die schön gerade. Dann pflegt man die halt ein bisschen. Und dann passt das schon. Und ich möchte die jetzt auch die ganze Woche offen tragen. Beziehungsweise einfach dann zum Laufen einen offenen Zopf machen oder einen geflochtenen Zopf. Ganz, ganz leicht. Keine engen Haargummis. Ich möchte die mal ein bisschen mehr pflegen. Weil wenn ich die immer nach dem Duschen oder Haare waschen in meinen Dutt einwickel, dann brechen die Spitzen natürlich auch irgendwann ab und das ist halt nicht so gut. Aber ich muss sie natürlich auch pflegen und kann sie jetzt nicht wieder in den Dutt einrollen, weil dann bricht er jeden Monat 1 Zentimeter ab. Und das möchten wir ja auch nicht. Jedes Mal, wenn ich meine Haare wasche und dann meine Haare hinten so in dieses Oberteil stecke und die dann so ein bisschen rausziehe und richte, dann denke ich mir, ich möchte wieder einen Long Bob haben. Ich finde das irgendwie dann richtig cool, aber ich traue euch nicht. So, jetzt holen wir nach 3 Jahren endlich auch meine Kamera ab. Ich habe gleich einen Call mit dem Kooperationspartner für den Secret Marathon. Und da wollte ich mir vorher noch kurz einen Matcha machen. Und ich habe mich auch noch nicht richtig fertig gemacht, außer dass ich ein bisschen geschminkt bin. Und wollte euch nochmal zeigen, dass ich so meine Haare aktuell beim Schlafen trage. Also einfach nur so einen Zopf geflochten und so ein Seidenzopfband, damit die nicht so abbrechen unten. Weil das ist quasi auch Teil meines Haarpflegeprogramms, damit es meinen Haaren ein bisschen besser geht. Also ohne einen Zopf hier oben, einfach nur runtergeflochten. Je nachdem, wie kurz oder lang die Haare sind, kann man natürlich einfach, wenn man jetzt relativ kurze Haare hat, auch einfach nur so ein Seidenband nehmen und hier direkt oben einen Zopf machen. Ich denke mal, dass ich nicht so viel anders heute meine Haare stylen werde. Vielleicht fürs Video muss ich mal gucken. Eigentlich mag ich das in Videos immer sehr gerne, wenn ich so einen Dutt habe, meine Haare eng anliegen. Das Blöde ist halt immer, dass sie jetzt halt wirklich komplett gewellt sind. Auch wenn die im trockenen Zustand vorher waren und ich einen Zopf mache, sind die immer danach so gewellt, dass man genau weiß, dass man geflochtenen Zopf hatte. Ja, deswegen mal gucken, wie ich das heute für das Mittwochsvideo hinbekomme, dass ich eine Frisur mache, die mir halbwegs gefällt.
Und das hier ist auch noch so ein Tool für die Haare. Ich glaube, ich habe euch das schon mal gezeigt. Damit kann man so ein bisschen die Kopfhaut massieren und das regt natürlich auch noch die Durchblutung an. Das heißt, die Haare wachsen etwas schneller. Also die wachsen jetzt nicht viel, viel mehr. Aber halt dadurch, dass die Kopfhaut ein bisschen mehr durchblutet ist, regt sie halt einfach das Wachstum noch mal mehr an. So, Meeting vorbei, war sehr, sehr cool. Die sind so freundlich einfach. Ich finde das jedes Mal sehr cool, mit denen zu sprechen, Calls zu haben. Und wir werden nochmal einen Last Call haben, bevor es dann wirklich losgeht. Und ich werde jetzt schon mit den ganzen Informationen, die ich jetzt heute noch bekommen habe, anfangen, das Skript zu schreiben für das Announcement-Video. Weil das wirklich so ein spannender, aufregender Lauf ist. Und da ist keine 2 Monate mehr hin. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe die ganze Zeit einfach die Gedanken an Berlin und London, dass ich da diese Races noch mache, dass ich irgendwie gar nicht so richtig mich beschäftige gedanklich mit diesem Marathon in 2 Monaten. Das wird dann wahrscheinlich einfach nach dem London-Marathon kommen, wenn ich dann nochmal so ein paar extra Trainingseinheiten für diesen Marathon machen muss im Mai. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders trainieren müssen. Ich glaube, dann wird es erst so richtig in meinem Kopf ankommen, dass wir da dann einfach bald hinfliegen. Ich habe mir jetzt gerade schnell Porridge gemacht. Das sieht jetzt ein bisschen unschön aus, aber ist ja immer das gleiche wie sonst. Porridge und darunter ein bisschen Himbeeren und hier habe ich jetzt Mandelcreme, weil meine Proteincreme alle ist und schneide gerade mein Mittwochsvideo fertig. Ich hatte irgendwie gar keine Lust mehr, gerade zum Laufen, also nicht so stark. Und jetzt regnet es unfassbar doll und ich hoffe, es hört nicht auf, weil jetzt habe ich gerade richtig Bock zu laufen. Jetzt ist meine Motivation sowas von oben und ich habe mich schnell angezogen. Nicht, dass es jetzt aufhört, wenn ich rausgehe. Bei 6 Grad habe ich eine lange Leggings an, ein Longsleeve und ziehe da jetzt noch meine Regenjacke drüber. Die aus Japan, die ich unter dem letzten Video auch verlinkt hatte, verlinke ich euch auch nochmal, falls ihr danach gerade sucht, nach einer guten Regenjacke. Das ist auf jeden Fall eine Herren-L-Jacke. Die gibt es auch noch in grün, sieht auch ganz cool aus. Gab es aber damals nur in schwarz. Und ein Stirnband dazu. Und anziehen werden wir die Skyrace 4 in lila heute. Ich nehme meine AirPods noch mit und dann geht's raus. Ich tue bei Regen übrigens den Zopf immer in die Jacke rein, damit die Spitzen nicht so nass werden und in der Jacke reiben. Wir haben leider, oder ich habe leider ein bisschen Pech gehabt. Es regnet nicht. Vielleicht fängt es gleich nur. Das wäre gut. Aber auch so ist die Luft natürlich wunderschön. Ich mache jetzt mal einen kleinen Walk. Es regnet nicht, das Gegenteil. Die Sonne scheint. Das habe ich nicht bestellt. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil ich das in letzter Zeit wieder gehört habe, dass beim Laufen kommentiert wird, guck mal, wie der läuft, wie das aussieht bezüglich der Laufform. Und dann dachte ich mir so, wäre witzig. Jeder hat mal angefangen mit Laufen. Und angenommen, er läuft gerade 30 Kilometer Marathonvorbereitung. Da sieht man nicht mehr so frisch aus wie am Anfang. Das ist halt wichtig, das zu beachten, weil man kann das auch hören als Läufer. Und es tut wirklich weh, wenn man gerade anfängt. Vielleicht ist er auch nur 3 Kilometer gelaufen. I don't know. Aber jeder hat mal angefangen. Und ich glaube, als Läufer versteht man das oft nicht und denkt sich, das ist doch so leicht, mach doch nur so und so und so. Und dann sieht es schon besser und gesünder aus. Und man fängt mit irgendeinem Sport immer irgendwann an. Und jeder ist nicht gut in irgendwas. Manchmal gibt es Anfänger, die sind trotzdem gut, aus irgendeinem Grund, aber nicht jeder hat direkt die perfekte Laufform. Und vielleicht ist die Person noch gerade in der Öffentlichkeit laufen gegangen und macht es sonst nie. Und dann hört die diesen Kommentar. Also man kann damit richtig viel kaputt machen. Keine Ahnung, ich hoffe, der ist dadurch jetzt nicht verunsichert gewesen. Aber auch die Leute, die richtig lange Kilometer laufen, sehen nicht mehr so frisch aus wie bei Kilometer 1. Und da kann was wehtun, da kann man eine Blase haben und dann läuft man halt komisch. Zum Beispiel gehe ich ja jetzt auch und das ist völlig okay. Nur weil ich in Laufkleidung bin, weil das nämlich immer auch ein Vorurteil ist, wenn jemand geht oder langsam läuft, dass man dann immer direkt ein Laufanfänger ist. Judge die Leute nicht beim Laufen. Ihr wisst gar nicht, was hinter diesem Läufer steckt. Man kann auch gehen beim Laufen und die Umgebung genießen, dass alles gerade so richtig schön blüht und grün wird, ohne dass man außer Puste ist. Man kann auch einfach Bock drauf haben und kurz gehen. Die Musik genießen, die Umgebung genießen. Es ist so wunderschön. Es ist kein schlechter Lauf, nur wenn man mal kurz zwischendurch geht.
mega matschig. Schuhe sind hier dreckig. So, zum Abendbrot mache ich jetzt noch eben Bolognese. Wir nehmen immer dieses Hack dafür und diese Soße, die ist auch sehr nice. Und dann fahren wir morgen früh wieder ins Fitnessstudio. Ich trainiere Oberkörper, aber ich habe ja gar keinen Bock auf Krafttraining. Ja, irgendwie. Aber ich werde es trotzdem machen, weil ich weiß, dass es wichtig ist. Und klar, man macht das irgendwie, um Knieverletzungen oder allgemein Verletzungen beim Laufen vorzubeugen. Aber wenn man jetzt nur den Unterkörper trainiert, ist es irgendwie auch nicht nice. Und deswegen auch Oberkörper trainieren. Aber jetzt gibt es erstmal Bolognese und darauf konzentrieren wir uns, weil das ist was Gutes. Und wir haben jetzt auch ein neues Brett gekauft, weil wenn man darauf so oft schneidet, sowas wie Zwiebeln, dann zieht das ja auch alles ins Brett ein. Also man kann das sehr sauber machen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall neu und es fühlt sich richtig schön an. Eine Freundin von mir hat gerade geschrieben, dass sie nicht genommen wurde für New York. Und ich habe noch keine Abbuchung auf meine Uhr bekommen. Also ich habe ja für den Chicago-Marathon direkt gesehen, dass 170 Euro abgebucht wurden. Und das habe ich nicht gesehen. Und ich glaube, dass ich auch abgelehnt wurde. Aber ich möchte nicht nachgucken. Aber ich weiß es ja schon. Ja, toll. Oh Mann. Hätte ja klappen können. So, jetzt geht's ins Gym. Wir trainieren Oberkörper. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade so eine Situation mit meinen Haaren, die ich jetzt nicht so fühle. Aber das ist ja Teil meines Hair-Repair-Programms meiner Woche. Weil das hier irgendwie so, ja, ist nichts Halbes und nichts Ganzes, die Frisur hier oben. Aber so einen geflochtenen Zopf kann man halt einfach auch hier oben nicht so viel Festigkeit erwarten, wenn man nicht noch eine Spange reinmacht. Ja, Lust habe ich jetzt irgendwie immer noch nicht. Aber egal, das wird auch nicht besser. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue. Wir filmen jetzt ein bisschen was für ein bestimmtes Video. Ich glaube, ich habe ein bisschen wenig geschlafen. Aber wir haben tolles Wetter. Die Sonne ist wunderschön, richtig Morgensonne. Und ich hoffe, wir bekommen ein paar coole Shots und Videos. So, wir sind jetzt fertig und frühstücken jetzt erstmal was. Ich freue mich richtig auf meinen Porridge und wir haben echt ein paar gute Aufnahmen hinbekommen. Enjoy being in the process of becoming. And I was like, that's so nice, because I think for people who want to better themselves and make progress in whatever domain that is, you can kind of get too caught up in that and actually you're not present and you're not appreciating where you're at. So yeah, enjoy being well, becoming. Ich mache heute wieder Porridge, wer hätte es gedacht. Und weil ich das immer zeige, gab es in den Kommentaren einen Kommentar. Und da wurde gefragt, wie viel das überhaupt kostet, ob es nicht günstiger ist, Haferflocken selber zu machen. Ja, es ist auf jeden Fall günstiger und wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, dann kann ich euch das jetzt nicht empfehlen. Es schmeckt halt sehr, sehr nice. Selber Porridge machen ist immer günstiger und es kostet 2,99 €. Und ich wollte euch nochmal die Zutaten vorlesen. Bin glutenfreie Vollkornhaferflocken, Datteln, Banane, Wasser, Kokosmilch, Sonnenblumenkerne, Kakaopulver, Reisprotein, Kakaonips, Maca-Pulver und Meersalz. Und das war's. Also falls ihr das nachmachen wollt, ohne das zu kaufen, das ist das Rezept. Fertig. Seitdem ich das jetzt Anfang der Woche einmal so wahllos alles zusammengekippt habe, ist es mir irgendwie komplett egal, wie das Ding aussieht. Deswegen, das ist das Gleiche. Wir befinden uns auf dem Laufband und ich suche jetzt gerade einen Kurs raus, den wir machen. Ich habe noch eine halbe Stunde, also mehr als eine halbe Stunde wird es nichts. Und meine Babyhaare stehen wieder in alle Richtungen ab und das ist genau das, was ich an so einer Frisur einfach in letzter Zeit nicht mehr so gerne mag. Das sieht zwar richtig nice aus so, wenn man das so trägt, aber ja, irgendwie mag ich dieses ganze Gewusel hier nicht und deswegen mag ich es dann irgendwie dort immer lieber. Lässt aber die Haare abbrechen, also irgendwie nicht so die perfekte Lösung. Was haben wir denn hier? Ich würde auf jeden Fall gerne einen Kurs mit Jeffrey machen. Dauer 30 Minuten. Und dann gucken wir mal, was er da so hat. 2000er Run finde ich nice, habe ich schon mal gemacht. 2000 Walk, wir wollen ja laufen. 30 Minuten Pop Run. 30 Minuten Pop Run klingt immer gut. Ariana Grande, Calvin Harris, ja, ist eigentlich ganz nice. Hier ist auch noch ein EDM Run. Das ist natürlich auch sehr verlockend. Ich glaube, wir machen mal EDM. Und zwar ist es der hier mit dieser Playlist. Nochmal auf. Ah ne, ich muss meine Kopfhörer noch verbinden. Das sind die Kopfhörer. Lauf geschafft und ich bin echt richtig fertig. Ich glaube, dass ich irgendwas gestern beim Sushi nicht so gut vertragen habe. Mein Magen ist ein bisschen auf Krawall gebürstet heute. Ja, also mal gucken,
wie der Lauf morgen wird um die Außenalster. Ich bin jetzt auch nur 25 Minuten gelaufen statt 30, weil ja, irgendwann ging es jetzt nicht mehr. Und jetzt gehe ich schnell duschen und dann fahren wir los. Wir sind angekommen und ich habe direkt schon bei der Autofahrt gemerkt, dass ich meinen Porridge gar nicht vorgekocht hatte, was ich ja morgen früh essen wollte. Hat aber auch irgendwie alles sein Gutes, weil wir hier im Hotelzimmer keinen Kühlschrank haben. Ich dachte, wir hätten einen Kühlschrank. Ja, deswegen hätte ich es eh nicht kühlen können bis morgen. Das heißt, ich muss mich heute Abend irgendwie etwas suchen, was ich dann ja vielleicht nicht in den Kühlschrank stellen muss, was ich aber trotzdem morgen früh dann essen kann vorm Laufen. So, wir sind wieder zurück und ich habe irgendwie super wenig gefilmt den Tag über, weil es einfach so harmonisch war. Kennt ihr das, wenn man sich mit Leuten trifft und die Social Battery ist danach überhaupt nicht leer? Also das ist so richtig ein angenehmes Gefühl. Und wir haben Marie und Mike getroffen und tatsächlich hat sie Gels mitgebracht und ich finde das so richtig lieb einfach. Und das ist einmal das hier, Schokolade, ein Schokoladengel. Sehr, sehr gut. Ich werde das sowas von safe morgen ausprobieren. Und Vanilla Bean. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Die sehen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut und vielversprechend aus. Haben ein bisschen Koffein und deswegen werde ich das am Schluss nehmen. Neue Gels immer zum Schluss testen und habe die drei Himbeergels noch mit für den Lauf morgen. Die werde ich als erstes nehmen, je nachdem, wie weit ich komme. Aber ich werde auf jeden Fall Schoko probieren. Die sind ja auch nicht so groß, deswegen kann man die auf jeden Fall gut testen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Sie hat mir auf jeden Fall richtig viele mitgebracht, voll lieb. Ich dachte, so zwei Stück zum Probieren. Aber ich habe noch viel, viel mehr. Also die werden auf jeden Fall auch in mein Gel-Test-Video mit einbezogen werden. Und dann waren wir noch bei Vapiano essen. Und da habe ich mir noch eine Box Nudeln mitgenommen, weil ich noch nicht so viel gegessen hatte dafür, dass ich morgen einen Longrun mache. Und ich habe jetzt einfach nochmal ein bisschen Nudeln mit Tomatensauce bzw. rotem Pesto und Tomaten. Und dann wollen wir morgen, weil ich ja meinen Porridge vergessen hatte und ich habe danach jetzt nicht mehr geschaut, ich habe es voll vergessen, werden wir morgen nochmal am Hauptbahnhof gucken, was es da so gibt. Da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass es da Porridge gibt. Und da können wir gleich einen Matcha mitnehmen. Und dann wird es schon irgendwie. Ich freue mich auf morgen. Wetter soll, glaube ich, ganz gut werden. 18 Grad. Jetzt schauen wir noch eine Serie. Ich esse noch meine Noodles. Und dann geht's schlafen. So, wir sind auf dem Rückweg. Ja, wir haben uns entschieden, oder ich habe mich entschieden, zu Hause zu laufen. Weil tatsächlich die Außenalster sehr, sehr voll ist am Sonntag. Das hätte man noch vorher wissen können. Aber ich wollte eigentlich mit Marie laufen. Aber wir laufen jetzt nicht zusammen, weil sie sich halt einfach noch nicht fit genug fühlt. Und das könnte ich auch verstehen. Sie hat in nächster Zeit auch einen sehr, sehr, sehr wichtigen Lauf. Deswegen habe ich gedacht, ein Freund von mir, der in Hannover ist, würde mit mir 21 Kilometer laufen. Weil ich muss ja auch an den London-Marathon denken. Kurz vor dem Marathon macht es vielleicht jetzt keinen Sinn, so viele Kilometer zu laufen, um Gottes Willen. Aber ich muss halt an diesen London-Marathon denken. Und das ist die letzte Möglichkeit, dass ich nochmal einen langen Lauf mache, der mich auf diesen Marathon vorbereitet. Und habe jetzt mir so eine Acai-Bowl geholt und Früchte und ich sind da nicht so. Habe jetzt auch schon Matcha getrunken, aber ich versuche irgendwie das Beste rauszuholen. Und wenn es auch keine 21 werden, dann habe ich es versucht. Zu Hause angekommen und ich habe mich schon in mein Laufoutfit geschmissen. Ich habe eine kurze Hose an und ein T-Shirt. Und weil es ja 10 Grad sind, aber es trotzdem regnet, haben wir noch eine Laufjacke am Start, die ich auch letztes Mal hatte, die ich in der Infobox schon verlinkt habe. Und meine Weste, die ich für Marathonläufe immer mitnehme, die auch in der Infobox verlinkt ist. Dann haben wir an Gels dreimal die hier mit. Und dann nehmen wir noch zwei von den Schokogels mit. Das müsste, glaube ich, passen. Da ist ja immer nicht so viel drin, wie zum Beispiel in den Powerbar-Gels. Deswegen vielleicht nehme ich auch vier mit. Die sind ja klein, ne? Die sind ja nicht so groß. Kann man vielleicht einfach noch irgendwo reinquetschen. Und hier liegt auch gerade ein bisschen Sahara-Sand in der Luft. Ich kann euch mal ein Bild einblicken, wie die Luftqualität ist. Die ist schlecht. Die ist ganz fürchterlich. Aber man sieht es so ein bisschen. Also es ist einfach so wie so ein türkiser Nebel gerade, der hier so über der Stadt liegt. Weil es ist jetzt nicht orange. Wir haben keinen orangen Himmel hier. Was wahrscheinlich auch gut wäre, weil ich glaube, dann wäre die Luftqualität noch schlechter. Es regnet so ein bisschen. Deswegen wollte ich eine Regenjacke anziehen. Weil die ganze Fahrt von Hamburg hierher hat es geregnet. Und wenn wir jetzt keinen Regen haben, so viel Pech kann man gar nicht haben, dass wir auch dieses Mal keinen Regen erwischen, wenn wir jetzt so lange laufen gehen. Am Anfang der Woche hatte ich auch schon mal auf den Regenlauf gehofft und dann, als ich draußen war, hat es nicht geregnet. Und dieses Mal muss ich Glück haben. Ich brauche jetzt den Regen. War auf jeden Fall nicht meine schlauste Entscheidung im Leben, dass ich vor dem Laufen eine Acai-Bowl gegessen habe. Da gab es definitiv bessere Entscheidungen. Aber es ist, wie es ist. Und ich hatte keine Zeit, oder hätte ich jetzt noch meine Porridge-Bowl gekocht, dann hätte ich wahrscheinlich erst um 14 Uhr loslaufen können, aber wir müssen jetzt loslaufen. Der Simon, der taucht hier auch gleich auf. Und dann geht's los. Das heißt, wir haben summa summarum 4, 5, 6 Gels am Start. Ich habe gerade gemerkt, dass die
die sehen ja sehr unterschiedlich groß aus, aber die haben die gleiche Grammzahl. Also das sind beides 32 Gramm. Einmal eine 500 Milliliter Flasche und einmal eine 250 Milliliter Flasche. Ich glaube, das sollte reichen. Und was ja auch noch wichtig ist, was ich voll vergessen habe, ist ja so eine leichte Regenluft. Dann können die Haare ja auch so ein bisschen frizzig werden, wenn das so ein Adjektiv überhaupt, wenn es dieses Adjektiv überhaupt gibt. Und ich dachte, wir machen jetzt einfach einen französischen Zopf. Stylisch. Sind ganz trocken vom Haarspray hier oben. Aber wir kriegen das hin. Das wird schon passen. Ich wünsche mir auch, dass der Lauf heute einfach gut läuft, weil die Voraussetzungen sind eigentlich gut, außer mein komisches Frühstück. Aber ansonsten fühle ich mich gut. Ich bin auch motiviert. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn man weiß, dass man sehr lange läuft, dass man nicht immer so krass motiviert ist. Dann habe ich sogar eine Laufbegleitung auf den ersten Kilometern. Also eigentlich ist echt alles richtig gut. Muss noch mein Zopf hier gut werden und dann ist eigentlich alles in Butter. Jetzt sind wir schon an der Stelle, wo mein Arm wehtut, weil ich habe gerade eben nochmal angefangen. Und wenn ich mich jetzt nochmal verflechte, dann habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Da muss ich was anderes überlegen. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt hier irgendwie hinbekomme. Aber ich hatte gerade, glaube ich, schon so einen krumm geflochtenen Teil. Aber egal. Hauptsache, es ist geflochten für den Lauf. Oh, das tut richtig weh. Aua. Und ich habe sogar noch Rückenmuskelkater. So, wir haben es geschafft. Sind im letzten Teil angekommen. Also es gab bestimmt schon schönere geflochtene französische Zöpfe. Heute geht es nicht um einen schönen Zopf, sondern es ist einfach das Mittel zum Zweck. Und zwar, die Haare nicht leiden zu lassen. So, Simon steht hier noch nicht auf der Matte. Also gucken, was da los ist. Weil ich wenigstens Zeit das zweite Mal diesen Zopf anzufangen. So sieht das jetzt aus. Hier ist irgendwas komisch. Also hier dreht er sich so ganz seltsam. Keine Ahnung, was ich da veranstaltet habe. Egal, jetzt geht's raus. Outfit change. Top. Es läuft sich raus. Satz, den nur Läufer sagen kann. So, Kilometer 4. Und ich merke auf jeden Fall, zweite Zyklushälfte heute. Das wird schwierig. Und die Luftqualität ist ja auch nicht so gut. Wir haben die ganze Straße für uns. Es ist niemand hier, außer wir. Das ist voll schön. Und dann scheint immer noch die Sonne. Heute noch Regen. Simon verspürt den Drang. Jetzt gibt es hier ein Hybrid Workout. 53? Nein. Jetzt nochmal 10 in 10 Sekunden. Weiter geht's. Zeit für das erste Gel. Wo? Hä? Oh ja. Los Cactus. Das ist so gut. Also Simon hatte die Idee, zum Beispiel zu laufen, rum und zurück. Aber ich habe ja immer meine Anxiety, wenn ich auf Toilette muss. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß es nicht. Ampel. Chill. Ich kann nicht mehr. Das ist so warm. Nein, ich habe gerade auf Speichern gedrückt. Wir müssen den Lauf neu starten. Wir müssen noch mal 8 Kilometer anfangen. Ampelsprint lockt mich komplett aus. 2 Kilometer sind durch. Wir sind am Arschsee. Es ist ein bisschen unangenehm, sich mal hier zu filmen. Aber Simon ist with me. Ich bin schon ziemlich am Ende bei dem Wetter. Aber wir ziehen das hier durch. Hey, oh. Gut, dass wir da nicht durchgelaufen sind. Das war kurz vor dem Schiff. So, nächstes Skill. Ich kann nicht mehr. Die sind ein bisschen gefährlich unterwegs hier irgendwie. Aber okay. Simon zündet einfach ein Eis. Wir haben jetzt was zu trinken gekauft und laufen jetzt nochmal durch den Marschpark. Machen wir noch einmal um das Rathaus rum und dann geht's zurück in die Elmeriede, wo es wieder schön ruhig ist. Ampelsprints sind nicht mehr drin. Sind einfach nicht mehr drin. Doch zum Thema Vergleichen ist heute ein sehr guter Tag, weil mir das gerade aufgefallen ist. Ich bin richtig aus der Puste, bevor mir der zweite Zyklushälfte auch da ist. Und Simon ist eigentlich gar nicht im Training und sprintet hier lang. Jetzt gibt es keinen Morgen mehr. Hat noch nicht ein Gel genommen. Ich nehme gleich mein drittes. Viel getrunken hat der Junge auch nicht. Hat ein Eis gegessen und er ist fit wie ein Hund. Und ich hasse hier heute meine 25 Kilometer, hoffentlich, durchzuziehen. Und Simon geht quasi spazieren mit seiner Herzfrequenz. Und ich nicht.
125 Hertz Frequenz. Ein Traum. Und nächstes Gel. Ich rechne mal in Gels. Wie lange es noch bis zum nächsten Gel ist. Ich kann nicht mehr, Freunde. Halbmarathon-Distanz ist durch. Jetzt haben wir noch so 3 Kilometer bis nach Hause. 2,5 circa. Reicht dann auch heute. So, wir gehen jetzt noch ein Stück nach Hause, aber ich habe gekämpft auf den letzten Metern. Also ja, mehr habe ich halt leider nicht geschafft. Wir waren so bei 23,5 jetzt und das ist auch voll okay. Also ich werde mich nächste Woche wahrscheinlich genauso fühlen, weil da habe ich immer noch nicht meine Tage bekommen. Das heißt, kurz davor grottenschlecht. Ich weiß es. Das heißt, ich kann mich darauf vorbereiten. London wird halt ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn ich davor meine Tage nicht bekommen habe, weiß ich nicht, wie ich so einen Marathon dann überstehe. Wäre schon gut, wenn es dann vorbei wäre. So, Long Run vorbei und tatsächlich ist jetzt schon ein bisschen später. Wir haben schon gegessen. Ich blende euch mal hier ein, was wir gegessen haben. Also genug Proteine mit das, was ich einfach super, super gerne esse. An solchen Tagen mit einer hohen Belastung, damit der Körper wieder direkt Nährstoffe hat, damit wir uns gut regenerieren können. Ich bin nach Langläufen immer furchtbar müde und ich wollte eigentlich auch noch auf einen Kommentar eingehen, das im Video beantworten. Ich habe es aber leider komplett vergessen und ich bin wirklich so fertig und muss einfach noch ein paar Sachen schneiden und deswegen schaffe ich das in diesen Videos leider nicht mehr. Aber die letzten Tipps vor dem Halbmarathon wollte ich euch dann doch noch geben, weil das nächste Video kommt ja am Freitag oder Samstag online. Das heißt, da ist man dann ja schon am Ort des Halbmarathons. Ja, es geht einfach so ein bisschen darum, nicht mehr zu viel oder intensive Einheiten zu machen. Alles, was man halt schon trainiert hat, wird ausreichen. Die letzten Läufe sollten nicht mehr lang sein, sollten nicht mehr intensiv sein. Vielleicht nochmal, ja, gerade jetzt auf Halbmarathon bezogen, vielleicht einen 10-Kilometer-Lauf, wenn man Bock hat. Ja, vielleicht einen kürzeren, entspannten Lauf und dann habt ihr ja auch noch am Samstag den Shape-Up-Run, den ihr macht und das sind so 20, 25 Minuten super easy laufen. Also auch nichts Großes mehr. Ganz, ganz entspannte Woche. Achtet darauf, dass ihr genug schlaft. Das ist immer so ein langweiliger Tipp irgendwie, habe ich das Gefühl, aber es ist so unfassbar wichtig, dass ihr ausgeruht seid, dass ihr euch maximal regeneriert für den großen Tag. Dann für viele ist es ja auch der erster Halbmarathon, also da will man natürlich irgendwie super ausgeruht sein, regeneriert sein. Und wenn ihr Schienbeinschmerzen habt, dann das ist wirklich eine super, super traurige Sache. Das ist super schade, aber lauft den Halbmarathon nicht. Es kann so, so schlimm werden und es kann chronisch werden. Das ist etwas, was man als Läufer als Letztes gebrauchen kann. Klar, es ist immer schade, aber ihr wisst nicht, was ihr euch damit antun könnt, wenn ihr Schienbeinschmerzen habt und dann den Halbmarathon lauft. Es wird nur schlimmer werden. Macht euch allgemein nicht verrückt. Es sind so viele Leute, die euch anfeuern, vor allem im Ziel. Das wird so, so cool sein. Wenn ihr nicht mehr könnt bei dem Lauf, dann fokussiert euch darauf, dass ihr die Medaille haben wollt, dass im Zieleinlauf unfassbar viele Menschen auf euch warten, dass das so ein crazy Gefühl sein wird. Und wenn es natürlich sehr warm ist an dem Tag und die Hitze knallt auf den Kopf rauf und ihr fühlt euch nicht gut und euch wird schwindelig, dann powert nicht bis zum Ende durch, weil Gesundheit geht dann an dem Punkt doch irgendwo immer vor. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn die Sonne scheint oder die Wetteraussichten so sein sollten, dass die Sonne scheint, dass es sehr warm wird, dann cremt euch mit Sonnencreme ein, verbrennt nicht in der Sonne und nehmt euch eine Cap mit, vielleicht so eine schnelle Brille oder einfach nur eine Brille zum Laufen und dann wird es auf jeden Fall schon mal sehr viel helfen. Am Abend vorher auf jeden Fall Carbloading, das heißt Pasta essen. Wenn ihr Pasta nicht vertragt, dann esst Kartoffeln, Reis, was auch immer ihr vertragt, weil klar, Pasta-Party ist immer so das Ding und das ist immer auch so der Überbegriff dafür, man weiß auch, was gemeint ist, aber wenn ihr es nicht vertragt, bringt es euch herzlich wenig. Das heißt nur das Essen, was ihr auch in den Tagen vor den Longruns immer gegessen habt, damit kennt ihr euch aus, ihr wisst Bescheid. Dann habt ihr auch ein Problem weniger, wenn ihr nicht darum bangen müsst, ob ihr das jetzt morgen vertragen habt oder nicht. Nehmt die Gels mit, die ihr probiert habt, kauft nichts Neues. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt schon ein paar Reels gesehen, wo jemand sagt, geht bitte so durch die Messe und alle wollen euch was verkaufen. Ja, natürlich, es ist eine Messe, das sagt ja auch schon der Name. Ich finde aber, diese Laufmessen sind so etwas Besonderes, weil das ist so eine coole Atmosphäre als Läufer, dass da nur Dinge sind, die einen eigentlich total interessieren. Und klar, kauft euch keine neuen Gels und nehmt sie dann fürs Race, sondern wenn ihr was testen wollt, wie ich zum Beispiel, ich werde da am Freitag ein paar Sachen an Gels kaufen, die ich einfach testen möchte, ich möchte was ausprobieren, dann ist es auf jeden Fall eine super Gelegenheit, sich da beraten zu lassen. Aber nehmt die Sachen halt nicht fürs Race. Wenn ihr da Schuhe findet, die ihr vielleicht schon lange haben wolltet und die ihr euch immer online angeschaut habt, dann könnt ihr euch die natürlich da auch kaufen, aber nicht
fürs Race benutzen. Das ist halt irgendwie ganz wichtig. Und wenn ihr eine Erinnerung haben wollt, ein Race-T-Shirt, ich mache das gerne bei Marathonläufen, dass ich mir die Jacke von denen kaufe. Oder ja, einfach ein Erinnerungsstück, ein Race-Shirt, dann könnt ihr euch natürlich auch das kaufen. Ja, die letzten Male, die ich so beim Halbmarathon war, war ich mit keinem Sponsor da. Und trotzdem liebe ich diese Messe. Ich finde das Gefühl richtig cool und finde es einfach total schade, da so durch zu rushen, weil die Atmosphäre doch immer echt toll ist. Und so oft kommt es halt nicht vor. Dieses Jahr bin ich halt mit Peloton da und ich bin sehr froh, dass ich einen Punkt habe, wo ich irgendwie stehen kann, dass man sich treffen kann, dass man sich austauschen kann. Ich schreibe euch die Zeiten nochmal hier rein, dann wisst ihr auch, wo ich ungefähr so zu finden bin, falls überhaupt irgendwer Interesse hat, sich an dem Tag auszutauschen, weil das ist dann doch voller Eindrücke. Und ich kann es auch verstehen, wenn man da nicht irgendwie noch eine Person suchen will. Deswegen genießt die Atmosphäre, genießt den Tag, genießt vor allem den Sonntag und die Race-Stimmung. Was ich euch jetzt noch für den Halbmarathon in Berlin empfehlen kann, das ist natürlich überall anders, aber dass ihr quasi von dem Punkt, wo sich Läufer und Nichtläufer trennen müssen, da gibt es ja ein Tor, da geht man durch, und dass man von da aus sich eine halbe Stunde einplant, um zum Startpunkt zu gehen. Dass ihr da einfach nicht zu spät beim Startblock seid, dass wenn ihr da seid, vielleicht noch so 7 bis 10 Minuten habt, wo ihr dann so ein bisschen die Atmosphäre genießt, vielleicht noch ein Foto macht oder so, was auch immer, ein bisschen euch eingroovt. Da gibt es auch noch Toiletten, da könnt ihr auf Toilette gehen. Das finde ich irgendwie immer ganz wichtig, dass man da genug Zeit hat, und lieber stehe ich dann da noch 7 Minuten, anstatt dass ich dann auf die Uhr gucke und denke, shit, in 5 Minuten muss ich da sein und muss dann noch schon mal rennen. Ich finde, das macht einen so nervös und dann rennt man schon mal vor dem Rennen los und vielleicht verpulvert man da Energie, die man irgendwie noch braucht. Also das würde ich auf jeden Fall dann versuchen zu vermeiden. Ich bin immer so eine Stunde da, bevor mein Startblock startet, weil dann kann man noch ein paar Fotos morgens machen und ja, einfach so die Aufregung genießen. Ihr werdet sehr aufgeregt sein. Ich bin bei jedem Race super aufgeregt, egal wie klein oder groß es ist, weil ich die Stimmung einfach so sehr mag, und das ist es auch für mich. Also man kann es ein bisschen beschreiben, als würde man auf ein Date gehen oder würde man eine Klausur schreiben. Vielleicht eine Abschlussklausur, eine Matheklausur, das war bei mir immer ganz schlimm früher, das Gefühl vorher. Aber beim Lauf ist es irgendwie auch was Positives. Man denkt, man muss ständig auf Toilette. Das ist jetzt nichts Positives, aber ja, einem ist so ein bisschen vielleicht flau im Magen, aber das ist halt die Aufregung. Wenn ihr denn auf Toilette müsst, wie gesagt, es gibt am Startblock auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Toiletten. Geht nicht auf die erste Toilette in diesem Bereich, wo man nur als Läufer rein kann. Die Schlangen sind so unfassbar lang und es gibt halt später, geht einfach ein Stück weiter, da gibt es so viele Toiletten, für die man nicht so lange anstehen muss. Das ist etwas, was ich früher auch falsch gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns an dem Wochenende, das wäre sehr cool. Und wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder.